Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rulpe und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ja, wir müssen immer noch ein bisschen weiterspielen, beziehungsweise ich muss hier weiterspielen. Einfach nur, weil das Spiel mich immer noch nicht hier mein Konto-Dingen hier aufleveln lässt. Und ich kann nichts machen, weil meine Charaktere alle weit gelevelt sind. Ich weiß, muss das Heimmädchen später. Ja, auf die Charaktere alle hier so rum, das wäre richtig cool. Und ja, ich weiß, ich habe so das Gefühl, ich komme irgendwie so genervt drüber, weil ich halt immer sage, so, oh, das ist alles zu lang und so, ne? Aber das Problem ist, nicht, dass ich genervt bin, mir macht das Spiel ja Spaß, ne? Aber ich nehme mir immer noch vor, nur so und so viel aufzunehmen, ne? Und dann kommt das Spiel und denkst du einfach so, ne? Das tut mir so ein bisschen meinen Zeitplan und meine Motivation so ein bisschen hier runterdrücken, das ist halt das Problem, ne? So, dann tut man rubbellos hier machen, ne? So, ich habe irgendwie eine Hauptmission, die mir sagt, hier so, tu deinen Tag verbringen, wie auch immer. Aber irgendwie weiß ich nicht, was das Spiel damit meint. Und ich glaube, ich bin in der letzten Quest, die mich irgendwie davon abhält, hier mein Konto-Level hoch zu leveln. Und ja, keine Ahnung. Deswegen machen wir ja nur so ein bisschen weiter, ne? Solange kann das ja wohl nicht mehr dauern, ne? So. Wir haben letztens Signalsuche für diese Hasen hier freigeschaltet, ne? Ich nehme an, das machen wir mal. Ich muss mir immer neu hier einen aussuchen. Ich glaube, ich bleibe einfach beim Butler, ne? Ich hab sowieso keine Ahnung, was die genau alle machen. Figuren von Victoria Haus kann befinden, öl sich die durch aktiv. Da haben wir ja, ne? Wir haben ja diese Mates, ne? Wunsch der Rang S, Bangu wählen, die eingesetzte Signalsuche und die Garantie werden weiterlaufen. Jetzt können wir hier das machen, nehme ich mal an, Signal suchen. Klar, warum nicht, ne? Na, machen wir mal. Ja, guck mal, das damit auf sich hat, ne? Einer. Extra für diese Butlers auch irgendwie. Der Hasen extra so ein Ding. Ja, solange ich nicht das gleiche Zeug brauche wie für den anderen, ne? Warum nicht, ne? Und ich kriege ja Waffen-Engines? So, noch besser. Ich meine, die habe ich schon alle auf Maximum. Vielleicht kriegst du ja welche, die in dem anderen nicht kriegst, ne? Solange ich nicht die gleichen Dinger verbrauche wie in den anderen Gachas, ist das eigentlich kein Problem, ne? Ich muss ja nur an Honkai Impact Threat zurückdenken, wo du für alles die gleiche Währung brauchst, was ein bisschen kacke war. So. Bongbo Zielscheibe. So, aber ich habe mehr als genug von diesen Waffendingern bekommen, ja. So, tue ich dadurch auch Gacha-Sachen irgendwie sammeln? Hiervon müsste ich vielleicht auch mal eine machen, ne? Ich werde sie ja beim ersten Mal nicht bekommen, nehme ich an, ne? Ich muss ja sowieso meine... Ne? Machen wir erstmal hier. Tu mich mal wenigstens ein paar Hasen hier hochleveln, ne? So, da kriege ich zwei A-Sachen. Da habe ich auch mal auch Waffen hier bekommt. Waffen, lilane Waffen, ne? Bongo, Papierbo. Alles klar, wenn du das sagst. Kann man die Materialien von denen auch leveln? Weil dann habe ich wenigstens etwas zum Grinden. Sumobo. Ist echt notwendig, hier die Hasen auch irgendwie zu Gatsch. Okay, warum nicht? Oh Gott, da muss ich hier gleich meine ganzen Sachen hier aussortieren. So. Gibt es davon auch irgendwie Event-Sachen irgendwann? Nee, ne? Ich tue jetzt alle verballern. Mein Gott. So, warum kriege ich hier zwei Sachen? Hier kriege ich zwei Sachen. In der Charakter Gacha bekomme ich nur eine und dann kriege ich noch nicht mal Charaktere. Mein Gott, ey. Ah. Gibt's da nicht, ey? Tütebu. Hey, den habe ich doch schon. Mm, 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 mm,
weiß gar nicht, ob einige davon neu sind oder nicht. Schon wieder. Jetzt haben wir genau den gleichen bekommen. Okay, cool, glaube ich. Weiß ich nicht. So, 100 B-Motoren, ne? Boah. So, jetzt muss ich zu den einen Typen, ne? Jetzt kann ich die hochleveln, oder? Wo war der denn? Ich weiß gar nicht, wo der war. Finde ich den denn? Hm. Na gut. So, ich weiß nicht, was ich machen muss. Irgendwas muss ich machen. Ich weiß noch nicht was. Hallo. Ah, Daniel, ich denke gerade darüber nach, welche Aufträge ich an die Neulinge verteilen soll, wenn ich auf meine Kaffee warte. Wie geht's dir? Wie ist das Leben als Proxy-Neuling? Ich liebe es, Proxy zu sein. Freue mich, dass du was sagst. Deshalb habe ich extra ein Geschenk für pleite Proxys mitgebracht. Tada, schau, ein neuer Auftrag. Nun bist du überrascht. Freust du dich? Ich wusste es. Ich weiß eben, dass Proxy-Neulinge total auf diese Geschenke abfahren. Auch ich habe mich immer damit belohnt, dass ich in den Beruf angefangen habe. Wie auch immer, diese Aufträge habe ich für den Bracht ausgesucht. Sie sind für super Neulinge geeignet, um sie schnell zu erledigen. Such dir aus, die dir gefällt. Danke. Das mache ich doch gerne. Es ist nicht verkehrt, motiviert zu sein. Du sollst aber auch auf dich aufpassen. Da du noch einen langen Weg vor dir hast, um einen legendären Proxy zu werden. Aber vergiss nicht, ich werde den ganzen Weg über an deiner Seite sein. Alles klar. Ja. Das war ja nicht, was ich machen soll, ne? Nein, ich wollte mit dir reden. Obwohl, lass mal. Da werde ich in so eine Mini-Quest hier eingefärcht. Hey, was geht? Dieser hier sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nur aber nur nicht, ob ich gut Fotos machen kann. Was machst du gerade? Ich möchte wissen, welche gute Läden dieser Straße zu empfehlen sind. Die Videothek, die Random Play heißt, sieht sehr schick aus. Es wäre schön, wenn ich mit dem Chef reden könnte. Ich bin der Chef. Ist das so? Ich habe nur gedacht, dass der Laden ziemlich schick ist. Mir ist nie aufgefallen, dass der Chef auch so schick ist. Ich bin mir sicher, dass der Service in deinem Laden auch erstklassig ist. Melde ich jetzt als Mitglied an und für das heraus. Hä, du versuchst jetzt schon, mir etwas anzudrehen? Da du so süß bist, tue ich einfach mal so, als ob ich nichts davon gehört habe. Ich möchte mich offiziell vorstellen. Ich heiße Sirene und bin eine Gastredakteurin von Rido Tour. Ich bin auf der Suche nach einem coolen, besonderen Läden in der Nähe. Wenn ich etwas Passendes finde, werde ich die Ladeneinschreibung in der nächsten Ausgabe von Rido Tour veröffentlichen, um ihn zu bewerben. Bitte hilf mir, Werbung für meinen Laden zu machen. Ah, wie eine Fahne im Wind, aber bitte sag so etwas nicht. Du kennst dich aber hier bestimmt gut aus, oder nicht? Kannst du mir ein paar gute Läden hier empfehlen? Random Play. Stimmt, du hast einen besonderen Laden. Ich habe schon als Quelle für Materialien angegeben. Natürlich würde ich auch gerne mehr über die anderen Läden auf der Sixth Street erfahren. Apropos, wenn du Zeit hast, könntest du mir helfen, ein paar Fotos vom Läden in der Nähe zu machen. Du kannst Fotos von deinem Laden oder einem Läden mit besonderen Merkmalen machen. Danach wird dein Fotograf vom Verlag das Fotoshooting machen, aber es wäre besser, vorher Fotos als Referenz zu haben. Irgendwie habe ich da selbst kein Händchen für Fotografieren, denn jedes Mal sind meine Fotos verschwommen. Ich werde es versuchen. Keine Sorge, du musst einfach nur ein paar Fotos machen. Die Ladeneinrichtung zeigt doch, dass du einen einzigartigen Sinn für Ästhetik gibt. Bitte zeig mir das Foto, wenn du fertig bist. Ich warte hier auf dich. Kann ich aber nicht machen, weil da wird immer meine User-ID angezeigt. Da wo ist der eine Typ nochmal mit dem Bangboos? Wer bist du? Zürcher Mann. Vielleicht, ich sollte es einfach vergessen. Aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Es ist nie zu spät, seinen Fehler einzugestehen. Hey, warte mal. Nein, es ist nicht einsatzweise so schlimm. Ich habe wirklich nichts Schlimmes getan. Zumindest glaube ich das. Es ist nur so, mein Lastwagen hat in der Nähe sich überschlagen und meine ganze Ladung ist dort verloren gegangen. Das war aber nicht meine Schuld. Ich bin ganz normal gerade ausgefahren, als aus dem Nichts von der Wand eine Wand vor mir aufgetaucht ist. So, man put a wall in my way. Also habe ich das Gaspedal voll durchgetreten und habe eingelenkt. Dann hat sich mein Wagen überschlagen. Du hättest langsamer fahren sollen. Hä? Haha, du machst wohl Witze. Kein Mensch wird in der Höhe langsam fahren. An solch einem Ort trifft man höchstens das Gaspedal voll durch. Hätte uns die Firma nicht aus der Effizienzgründen dazu aufgefordert, die kürzeste Route durch die Höhe zu wählen, würde ich das Tempo drosseln und den Umweg machen. Ach, alles zu spät. Obwohl ich entkommen bin, habe ich meinen Wagen und meine Ladung in der Höhe verloren. Darf ich fragen, für welche Firma du arbeitest? P
Pegasus Logistics. Und leider kann ich vielleicht nicht mehr behaupten, dass es meine Firma ist, denn ich fürchte, dass ich heute für die Tür gesetzt werde. Ich traue mich schon gar nicht mehr ins Büro zurückzugehen, wenn es doch nur jemanden gäbe, der meinen Wagen, meine Ladung unbemerkt zurückholen konnte. Schaut euch doch als Auftrag in den Internet aus. Stimmt, wie konnte ich nur das Internet vergessen? Oh je, ich muss mich wohl von Umfang einen Generschütterung davon getragen haben. Ich sollte zügig zum Auftrag des Internet veröffentlichen. Wie lautet noch gleich mein Passwort? Ja, alles klar. Mache ich. So. Muss auch einen Kaffee trinken. Ich kann ja nichts ausgeben, Mann. Soll mal meine Energie auffüllen, die ich sowieso für nichts verbrauchen kann, weil ich schon alles hab auf Maximum. Schon ein bisschen frustrierend, ne? So, jetzt hat sich meine Aufladung aufgelevelt, aber so, wo ist der eine Typ noch mit dem Bangboos? Ja, hier ist auch noch ein apropos Bangbo. Du machst mich verrückt. Zuhören. Rockets, was ist denn Alville, tust du da? Ich spiele Fußball. Diesen Ball habe ich offscreen letztens gefunden. Ich dachte, ich war mir schon sicher, dass man irgendwas damit machen muss, ne? Fußball spielen, ich sehe nur, wie du vom Ball fertig gemacht wirst, du armes Ding. Hast du dich in letzter Zeit nicht ordentlich aufgeladen? Ich habe keine andere Wahl. Der Ball ist einfach zu viel zu hoch. Beim Dribbeln kann ich überhaupt nicht sehen, was vor mir ist. Du wachst immer noch nach... Gott, dann nähert sich halt. Du nutzt unser Schadstoffen. Das Spiel gegen Team Stachel rückt näher. Willst du etwa wie ein Weichheit zugrunde gehen? So Hooligans und Bangboos werden uns mit Leichtigkeit platt machen. Trainer, könntest du bitte aufhören zu schimpfen? Boah, du verdammter Rotzbengel, ich schimpfe nicht nur weiter mit dir, sondern tritt dir gleich auch noch kräftig in den Hintern. Tritt ihn. Konzentriert euch lieber wieder auf euer Spiel. Hä, wer bist du? Belauscht du uns etwa heimlich? Warte mal, Trainer, ich kenne diesen Mann, das ist der Chef von Ois. Oh, ich habe gehört, dass er unsportliche Bangboos sofort in Kampfkünstler verwandeln kann, die in die Höhen unbesiegbar sind. Ist das wahr? Gibt es wirklich solche verrückte Sachen auf der Welt? Ich schätze schon. Stimmt's? Kannst du diesen Dummkopf wirklich in den Handumdrehen in einen Profifußballer verwandeln? Auf keinen Fall. Warte. Muss ich es doch. Irgendwie ist mein Komponent in der Teil nicht ganz in Ordnung. Also kann ich in diesem Dummkopf im Moment nicht das Fußballspielen beibringen. Du kannst zwar nicht sofort in einen Profi fallen, aber wärst du so nett, diesen Dummkopf die grundlegende Dribbeltechnik zu zeigen? Da drüben liegt ein Fußball. Mit dem kannst du diesem unwürdigen Dummkopf zeigen, was du drauf hast. Ich zeig's dir. Ich danke dir vielmals. Ich werde genau hinsehen und lernen. Ja, ich habe schon damit irgendwie rumgespielt mit dem Ball offscreen, aber ich habe gedacht, da muss man irgendwas mitmachen, aber anscheinend nicht. Anscheinend das hier. So, komm her. Ja, nimm das. War schon. Ich dachte, das war meine Schwester, ja. Wie fantastisch. Du dribbelst den Ball ganz schön schnell. Der beste Rekord des Trainings war eine Minute. Es ist auf Schluss damit. Er hat dir gerade gezeigt, wie man dribbelt. Hast du das eingeprägt? Hä? Nur hinter ihm Herzdorf hat mich völlig aus der Puste gemacht. Ein Dummkopf ist und bleibt ein Dummkopf. Selbst der beste Trainer ist machtlos. Aus dir wird niemals ein Fußballgenie. Egal, ich habe gerade ein Video von ihm beim Fußballspielen aufgenommen. Du kannst es dir doch mal anschauen. So, genug Training für heute. Danke, Chef von EOS. Wir werden dann in Zukunft wieder in diesem Viertel trainieren. Bitte bring uns höchstens nächstes Mal wieder etwas bei, wenn du vorbeischaust. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt ist hier irgendwie, boah, Leute. Ich habe die ganze Zeit hier geschlafen und so, boah. Es wird schon wieder viel zu tief drin in dem Part. Ich habe die ganze Zeit gerade versucht schlafen zu gehen, aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Weißt du, bist wieder da. Wie sieht es mit dem Stromzähler aus? Heute Morgen habe ich bei ein paar Nachbarn nachgesehen und festgestellt, dass es bei unserem Stromzähler besonders schnell läuft. Es war also keine Einbildung. Aber wir haben in letzter Zeit auch keine Elektrogeräte angeschafft. Liegt es am neuen Bagbo? Könnte sein, aber dieser Anstieg scheint etwas arg krass zu sein, nicht wahr? Geht gar nicht weiter.
Das ist keine große Sache. Wir sollten uns nicht zu viel Sorgen darüber machen. Das gibt's doch nicht. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich werde morgen den Stromverbrauch der VR-Testmaschine und den Bambu separat aufzeichnen. Dann sollte es klappen. Lass uns heute erstmal schlafen gehen. Gute Nacht. Alles klar. Also hier. Müsste morgen ausruhen. Ich schlafe einfach auf dem Sofa. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ein schnell laufender Ätherial mit einem großen Stromzählerkopf hinter mir her. Es wäre besser, wenn es so etwas nicht gibt. Du ruhst dich aus, es ist bequem und dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Sieht nach einem ruhigen Tag aus, denk darüber nach, was ich heute tun will. So, kann ich immer noch nicht? So, der eine Typ hat jetzt seinen Auftrag hier eingepackt, ne? Diesen Auftrag nehme ich an. Ja, ich weiß ja schon, worum es da geht, ne? Oh, was ist das hier unten? Nehme ich. Kapitelpause. Wir bringen den Tag in dein eigenes Tempo. Hey, du! Bambus in den Kampf zu führen, ist eine tiefgreifende Wissenschaft. Ihr redet über Bambus? Nicht jeder kann Bambus richtig führen. Findest du nicht auch? Bürger, hast du irgendwelche... sind wir uns nicht schon immer irgendwo begegnet? Deine Anmachsprüche sind ein bisschen veraltet. Mal sehen, du bist es wirklich. Du bist der unabhängige Ermittler, der gerade die Ereignisprüfung gestanden hat. Wir sind uns aber noch nie begegnet, oder? Was? Boah, weißt du das? Also weil du und dein Bambu bei allen einen großen Eindruck hinterlassen haben und ich habe mir dann... Ach ja, sie hat uns ja gar nicht gesehen. Sind ja du als Hase da rumgelaufen, ne? Darauf gibt es ein Foto von dir, das gemacht worden ist, als du die Lizenz frisch beantragt hast. Du hast meine Privatsphäre verletzt. Nein, nein, du verstehst das völlig falsch. Ich halte mich streng an die Vorschriften. Wir werden die Privatsphäre der unabhängigen Ermittler schützen. Das bildet ebenfalls die Grundlage dafür, dass genehmigte unabhängige Ermittler durchgeführt werden können. Sie sieht irgendwie aus wie hier dieser eine aus... Nee, gar nicht wahr. Nee, die Klamotten erinnern mich irgendwie an CC aus Code Geass, ne? Ja, ne, erinnert mich das. Ich schweife vom Thema ab. Eigentlich suche ich mir einen Kandidaten für ein neues Projekt, aber sobald du aufgetaucht bist, hat es mich gepackt, dass du es sein musst. Ein neues Projekt. Wir sind so bang, wo es kennst du dich mit ihnen aus? Spürst du großes Potenzial, das in deinen kleinen Körper schlummert? Ich bin ein Bangbo-Experte. Toll, dann leichte ich hiermit auf sein, ein inoffiziell in der Prüfungsrunde für strategische Projekte Bangbo-Truppe teilzunehmen. Es ist das Projekt der Operationskommandozentrale der Höhle 0. Nur jemand, der gut mit Bangos zusammenarbeiten kann, kann auch ein guter Anführer für sie sein. Dein Navigationsbangbo ist großartig, deswegen bin ich mir sicher, dass sich in dieser Sache sehr gut auskennen muss. Natürlich bin ich großartig. Also ich lege meine Hoffnung in dich und deinen Bangbus. Wenn du also deine kleine Prüfungsrunde bestehst, wirst du offiziell zum Kampfkommandanten der Bangbo-Truppe ernannt und bekommst ihre Unterstützung für den Einsatz in Höhle 0. Unsere Bangbus haben es wirklich auf den Kasten. Du musst unbedingt kommen. Alles klar. Ich muss mal wissen, wo der eine Typ nochmal ist, ey. Das würde ich nämlich gerne machen, ja. Die Upgrade. Ich habe diesen einen Tüten-Dings hier schon ein paar Mal gemacht. Der Karte hat auch irgendwas. Gütiger Bürger, zeig es mir. Ja, aber ich meine, Quest abgeschlossen habe, nehme ich an. König des Straßenfußballs, ja, das war die Quest, ich glaube. Gott. Also ich bin jetzt hier eigentlich nur Kleinigkeiten am Erledigen, habe ich so gefühlt, ne? Eignungsprüfung. So, wo ist dieser eine Typ noch mal? Ich weiß nicht, wo der war. Hier nicht. Ach, ist dieser Typ? War ich hier direkt irgendwo in der Nähe? Hier. Na, was stehen die Jungs schon? Willst du etwas Cooles sehen? Lauf schnell. Wenn du dich umdrehst und wechselst, macht Tüte Boa einen Rückwärtssalto, blockiert den Weg und reißt plötzlich die Tüte hoch. Auf der Rückseite der Tüte ist deutlich die Skizze eines Zielscheibes zu sehen.
Das ist nicht schockierend. Ich wusste ja nicht, dass jeder seine einzigen Aura angezogen wird. Aber ich gehöre nicht zu den seltsamen Bangbus. Ich kann ihre einmalige stolze Gestalt nur aus der Ferne betrachten. Das klingt noch gruseliger. Solange es einen nicht entdeckt, ist das kein großes Problem, oder? Auch wenn ich ihn jeden Moment verfolge, kannst du ruhig sein. Ich werde nichts Schlimmes tun. Okay. Ich nehme einfach so eine kleine Mini-Quest hier. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der eine Typ nochmal ist, ne? Oh, da war schon wieder so ein Ding. Ne. Ja, die ganzen Belohnungen bringen mir nichts, wenn ich die nicht benutzen kann. Ich kann meine Charaktere nicht über Level 20 hochleveln. Ach. Ich würde einfach mein Level hier hochleveln, ey. So, wo ist der eine Typ? Der schon wieder. Obwohl, die haben mir letztes Mal geholfen. Den Tag hier. Oh, jetzt hörst du mir überhaupt zu? Zuhören. Du nicht so, stellst dich ja nicht taub. Du kannst nicht einmal eine Niederlage verkraften. Wie sollst du das Team Eierrolle aus dem Bezirk Janus herausführen und den goldenen Pokal gewinnen? Antworte, Bär, ich habe dich untersuchen lassen. Deine auditiven und stimmlichen Komponenten funktionieren alle einwandfrei. Worüber scheidet ihr euch jetzt schon wieder? Du bist der Chef von EOS. Kannst du mir helfen, diesen Dummkopf aufzumuntern? Seit dem letzten Fußballspiel ist Rockets völlig am Boden zerstört und weigert sich, Fußball zu spielen. Was ist passiert? Ja, wir wurden eiskalt von dem bösen Bangbus des Teams Stachel geschlagen. Wir wurden nicht nur verspottet, sondern das Team Stachel hatte auch noch gewagt, Rockets kräftig in den Hintern zu treten. Der Schiedsrichter wollte die Schlägerei unterbrechen, hat sich dann aber auch angeschlossen. Aber später ist die Sache eskaliert. Rockets wurde von einer Gruppe Bangbus zu Boden gedrückt und es hat ewig gehabt, bis er freigelassen wurde. Seitdem ist er am Boden zerstört. Er wollte weder Fußball spielen noch reden. Ist er kaputt? Wohl kaum. Seine Komponenten sind alle intakt, aber vielleicht fehlt ihm das Selbstvertrauen. Ja, ich trage auch zum Teil die Schuld, denn ich bin viel zu grob mit ihm umgegangen. Aber jeder im Internet sagt, dass Trainer, die dich schimpfen können, inkompetent sind und nur inkompetente Spieler vorher hervorbringen. Es gibt das Internet und das Internet. Aber vielleicht bin ich zu streng mit Rockets. Was soll ich tun, um ihn schnell wieder aufzuwerfen? Stimmt, der Chef von ihr ist. Kannst du ihm noch mal die Fußballkünste zeigen? Das Video von dir beim letzten Fußballspiel gefällt ihm sehr. Vielleicht kannst du ihn mit deinen vorigen Fußballkünsten wieder motivieren. Ich werde es versuchen. Wir fehlen nicht an. Da drüben ist ein Fußball. So, oh Gott, die alte Frau versucht mir den Ball hier wegzudribbeln. So. Sehr gut. Wow, deine Fußballkünste sind toll wie und je. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Hätte ich in Dribbeltechnik gelernt, hätte ich gegen die Idioten vom Team Stachel verloren. Hätte ich nicht da gegen die verloren. Endlich hört man mal wieder einen Ton von den Rockets. Ich weiß, dass ich falsch lag. Ich habe einfach so bitter verloren, dass ich es nicht akzeptieren kann. Nicht akzeptieren kann? Glaubst du etwa, dass ich dich damit davonkommen lasse? Dass ich das Training aus Bitterheit abbrechen werde, wenn du dich taub stellst? Von heute an wird deine Trainingspensum verdoppelt. Sprich lauter, willst du jetzt Fußball spielen oder nicht? Ich will Fußball spielen. Sprich lauter und sprich mich gefälligst mit Trainern, wenn du mir antwortest. Trainer, ich will Fußball spielen. So. Also muss ich wortwörtlich das hier die ganze Zeit machen, um weiterzukommen. So, was ich auch machen könnte. Modshop, ist das hier? Ist das hier der Ort? Wo ist das? Wo ist das? Hier ist das. So, habe ich von den Dingen Arbeit bekommen? Nö, noch ein bisschen. So, ich habe ich ein paar Mal bekommen. Was sind das für Dinger? Tütenbot-Kern. Weil ich den doppelt bekommen habe, ne? So. Es gibt nur diese A-Rang, Leute.
Ne, gibt noch mehr. Ja, das war der Trainer gewesen, habe ich gesehen. Man hört das hier irgendwie an, so wie Pimp My Ride irgendwie, ja, die Musik. Oh Gott, haben wir das erledigt? So. Nein. So, was haben wir noch? Schon wieder das hier. Vergeht die Zeit hier irgendwie von alleine oder muss ich irgendwie was machen? Ich habe das Gefühl, ich muss was machen, ne? Weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Ich nehme an, ich mache ein paar Missionen, ne? Vielleicht erreiche ich noch Level 25. Dann kann ich auch wieder ein paar Gacha machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich so viele Erfahrungspunkte bekomme in letzter Zeit. Machen ein paar Missionen. Können wir so Combat machen? Die gehen ein bisschen schneller, ne? Wir sind auch schon einige alte, ne? So, was ist denn am schwächsten? Ich mache jetzt mal die schwächsten dann. Größenkontrolle, Feuer. Oh, ich kann Bambus beim Erkunden mitnehmen. Ja, nehmen wir den. Die haben dann unterschiedliche Effekte, nehme ich an, ne? So, das Team habe ich hier schon die ganze Zeit. Hab ich so cool. Okay, machen wir so. Okay. Ja, anders weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann machen wir eben so. Alles klar. Ich will jetzt eigentlich hier voll schnell vorangehen, ne? Besiege Gegner innerhalb der vorgegebenen Zeit. Kein Ding. Oh, der Stücke. Wie viel Zeit habe ich? Sehe ich gar nicht. So, komm her. Oh. Zack. 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 So, jetzt kann sie randalieren. Ah. Können wir die randalieren? Komm her. Ich habe diesen riesigen Paddel hier einfach nur benutze. Oh, sehr gut, sehr gute Freeze Frame, ja. Wow. So, das geht relativ schnell. Oh, da kriege ich neben dem 25 heute noch. So. Was ist los? Aber noch mehr. Dimensional Musketier, Elektro. So, jetzt brauche ich natürlich wieder Elektro, ist klar. So, Elektro, alles klar. Ich habe drei Elektro-Charaktere. Okay. Gut, ich vergesse mal, meine Maid auch hier Elektro ist. Okay. Okay, Ziel ist es, der 25 zu erreichen. Heute, nehme ich an. Oder vielleicht einen neuen Charakter bekommen. Hier näher ins Gerät, um es zu aktivieren und die automatische Datensammlung zu starten. Alles klar. Okay. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her.
Ja. Ja, komm her. Oh. Ja, ist so befriedigend, wenn man in einer Reihe so die Gegner erledigt. Ist mal weg da. Nein, raus da, du musst raus da gehen. Ne? Die letzte Welle wurde erkannt, als da. Drin. Die mache ich noch platt, bevor das Ding ja fertig ist, oder? Sehr gut. Get wrecked. Was hat hier? Wow. Was hat? Ne. Don't even think about it. Na, komm mal her. Zack. Dafür so, wer auch immer jetzt kommt, ist tot. Oh nee, noch mal so ein Ding. Komm mal hier hin. Ja, zwei Gegner, aber egal. Zack. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja. Nein. Denk nicht mal dran, Kollege. Ich verstehe mit ihrer Kombo immer noch nicht. Sie soll nach der dritten Kombo die Fähigkeit einsetzen, damit sie irgendwie stärker. Aber irgendwie kriege ich das nie hin. Kannst du eigentlich wagen? Ja. Ich will so den anderen Kollegen hier wechseln. Zack. Zack. Zack, hab ich gesagt. Na, jetzt zum Beispiel. Ich drücke nur einmal Viereck, ne? Das sieht aus, als wir hatten schon eine Zweier-Kombo, ne? Weil er zwei Angriffe einsetzt. Und das verwirrt mich irgendwie. Und bei Anvi ist das fast genauso. Da ist ja nur zweimal, aber sie hat schon fünf Angriffe gemacht. Da ist ja gar keinen Plan mehr, in was für eine Kombo du dich gerade befindest. Ne? In welcher Phase der Kombo du dich gerade befindest. Weißt du, bist wieder da. Ich bin wieder da. Aber ich wollte gerade sagen, es stellt sich aus, dass es kein Problem mit der Energieverbrauch der VA Testmaschine oder es Bangbus gibt. Können wir weiter? Die einzige Verdächtigen, die wir haben, wir damit ausgeschlossen. Der Übeltäter ist in diesem Haus. Hey, ich wollte gerade das gleiche Filmzitat sagen. Kurz gesagt, wir können nicht zulassen, dass dieses Vielfraß weiterhin damit durchkommt. Apropos, die Stromrechnung für diesen Monat geht bald raus und sie müsste in Ordnung sein. Ich bin heute etwas müde und gehe ins Bett. Es war ein harter Tag für dich. Weiß, bleib nicht zu lange auf. Da fällt mir gerade ein. Für Platz habe ich eigentlich schon auf mein. Boah, ich habe gar nicht mehr so viel. Ja, ich werde ja sehen, wenn die Aufnahme. Ich werde ja sehen, wenn die Aufnahme auf einmal komplett weg ist, ne? So, muss ich die Mission nicht nur irgendwo bestätigen? Anscheinend nicht, ne? Alles klar. Jetzt sagen, dass heute ein so ruhiger Tag war. Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Wieso nicht aufstehen und sich ein Video ansehen? Was? Lass ich einschlafen. Geh unter und sieh dir eine Videokassette an. Der hier ist zu verstören, um ihn zu tief in die Nacht zu sehen. Das Thema ist ganz interessant, aber die Schauspieler sind wirklich schlecht. Den hier kenne ich schon fast auswendig. Nehme einen anderen. Meister, suchst du nach einem Video, das man später in der Nacht sehen kann?
Ein mächtiger Fairy, hast du irgendwelche Vorschläge? Positiv, ich habe passende Videovorschläge für dich zusammengestellt. Zudem ist deine Wortwahl lobenswert. Na gut, mal sehen, was Fairy empfiehlt. Fuck Fairy, welche... Ja, sag mir doch. Schau, ich habe das für eine Mitternachtsvorstellung heute für dich ausgefiltert. Ist das nicht mein persönliches Tagebuch? Positiv, ich habe entsprechend Inhalte in dein Videoarchiv zusammengetragen. Gern geschehen. Egal, was geschehen ist, ist geschehen. Es scheint kein Tabu zu sein, auf frühere Erfahrungen zurückzublicken. Maulwurf in der Höhle 1, ein Soldat um 11 Uhr, aufgezeichnet im Videoarchiv verfügbar. Weit? Ist nicht ein anderer spielbarer Charakter? Meister, bitte sehe die neue Kategorie im Videoarchiv von Abenteuergeschichte. Alles klar, ist das nicht Companion Missions oder so? Maulwurf in der Höhle, Agentengeschichte freischalten. Okay. Oh, bitte sag mir, dauert nicht zu lange. Stufe 15. Ja. Eines Tages von dem Café auf der Sixth Street im Bezirk Janus Neirido, eingeladen vom langjährigen kooperierenden Informationssammler Shepard, kommt die harmlose Videothekbesitzer hierher, um über ein äußerst wichtigen Geheimgeschäft zu verhandeln. Hör zu, mein Freund, diesmal kannst du nur mir helfen, sonst müsste ich wohl aus der Branche aussteigen. Richtig, ich hatte so kurz gesagt, ich habe meinen Kollegen von den Kopf gestoßen, um einen großen Auftrag zu ergattern, aber ich konnte keinen geeigneten Proxy finden, der ihn übernehmen wollte. Der Auftrag ist so wichtig, dass die Auftraggeberin verlangt, dass ich einen Proxy persönlich kennenlernt. Kann ich dich um meine Hilfe bitten? Natürlich, um deine Daten zu schützen, habe ich eine lückenlose falsche Identität für dich hergestellt. Um das Geschäft aufzubauen, helfen wir uns gegenseitig. Wo wolltet ihr euch denn treffen? Vielleicht auf dem Parkplatz hinter der Bibliothek? Das Aussehen der Auftraggeberin. Du wirst sie erkennen, sobald du sie siehst. Die Erkennungswörter sind Flammendonner. Flammendonner. Am selben Abend auf dem Parkplatz der Bibliothek. Wine & Play auf der Sixth Street im Bezirk Janus, Neirido. Der Parkplatz hinter dem Geschäft ist bei Nacht. Ein vertrauter Ort, aber du musst so tun, als würdest du zum ersten Mal herkommen. Ein unbekanntes Mädchen mit einem strengen Blick steht in der Mitte des Parkplatzes und schaut dich mit ihren scharfen Augen direkt an. Sie muss die Auftraggeberin sein, von der Shepard gesprochen hat. Ja, sie sieht ja so aus wie Anbi ein bisschen, ne? Boah, das wird jetzt hier wieder eine Stunde dauern, ne? Hey, Leute. Aus dem Headset, den du dir von dem Betreten des Parkplatzes ins Ohr geschickt hast, ertönt eine vertraute Stimme. Deine Schwester in der Videothek hat ein Auge auf die Überwachungskamera, um sicherzustellen, dass nichts schief geht. Konzentriere dich einfach auf Auftraggeberin. Das ist schon der vierte Grammatikfehler, den ich heute gesehen habe. Leute. In der Funktion stehen während der... Ja, weil ich jetzt hier gefangen bin wahrscheinlich, ne? Ayo. Flamme. Feuer. Sander, anata wa... 約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。防衛軍において、これは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また、処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ。ああ、ないだけ。もう一つ。 そのような浅はかな質問をしたものには処罰を倍にする決まりがあるのだけど民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないしましてや今回の目的でもない羊飼いが推薦したプロ騎士ねまず初めに同意してこの会話が終わったら私たちがここであったことを含む全てはなかったことになるOK。それだけ重要な機密に関わるのいい 私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。オブシディアンだ。多分レッスンズ gesehen。羊飼いから把握していると、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。コードネームってそんなので誠意を示したことになるわけ？絶対なんか名前があるよね。いや、アンビ。これアンシー。マリ？合わせてるしマリ？ Gibt es nicht einen Charakter? Ich glaube, es gibt sogar einen Charakter, der Lucy heißt in diesem Spiel. Ein anderer spielbarer Charakter.
アセンティン2。 ja, das bin ich. それが僕のだ。キューブン名のアニメじゃあるまいし。クリムゾン？何？手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。 イザイリオット。本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手に取って、スパイを反乱軍の支部まで泳がせ、一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画は概ね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず。 目標は私を完全には信頼。これ、ルシャゾーンのシャーマンとペゾーン。収穫はあって、目標がとある名だたるプロキシを崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロキシの協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り次いでくれるでしょう。あなたには、そのプロキシに扮して、スパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。 Wen soll ich spielen? So, wie bin ich denn jemand mit einem Doppelleben, der ein Doppelleben führt? Eine überraschende Antwort. Oh Mann. Aber weiß sie, dass wir Dings sind? Ja, genau, da habe ich mir schon gedacht. Was? カーマン・イアイス・ハーメル。随分戸惑っている様子だ。見てみるから、ハーレム？目がつく。大丈夫。昔のことを思い出しただけだ。かの有名なパイトーンを演じるにあたって、プレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。今のスパンプライム、今のカプライムクリア。 新エリート全ての機体を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。それで肩の力が抜けると思ってるわけ？あなたたち、プロキシの業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化して、インターネットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて。また連絡する。あ、マン。やべ、でも、長い時間かかるね。 Okay, Geschichte pausieren. Kann man das machen? Scharlachrote Einladung. Das Leben der Agenten Maulwurf in der Höhe 1 pausieren. Während der Pause bleibt der Fortschritt erhalten, aber es kann keine neue Agentengeschichte gestartet werden. Ach. Na gut, hier sind wir schon hier drin. Ach, vielleicht dauert das ja nicht so lange, ne? Ach, wenn mache ich hier eigentlich fort, wird noch 5 Stunden dauern. Also wie Mio ja mittlerweile macht, ne? トップシークレットじゃん。きっとリスクも大きいよね。どうしよう。この依頼を受けるべきかな。いっそ断って
ohne Fleiß keinen Preis. そうした人脈は、いつか役に立ってくれるかもしれないからね。うん、それもそうだね。依頼はもうインターネットに登録されてるよ。決心がついたら詳細を確認してね。 Alles klar, mache ich. Ach, hier muss ich da direkt, okay. Ich muss den erst annehmen. Ja, machen wir das. Als Fälschung gefälscht. Schwierig. Oh. Ja, natürlich muss ich. Natürlich muss ich sie nehmen. Will ich mir nur einmal sehen, die sich voll ähnlich. Dann nehmen wir sie wegen der Elementvielfalt. Das ist unser erster Feuercharakter, den wir jemals spielen. Weil ich habe ja nicht so viele Charaktere. Mal gucken. Okay, nachdem ihr dem über das HDD-System eine Zeit vereinbart habt, begibt sich Soldatin Nummer 11 zu ihren Zielen und bereitet sich darauf vor, Kontakt mit den Rebellen aufzunehmen. ごよん、さん、に、もぐらさん、パイトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら、直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く暴力軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬で、すぐりの生い茂る農園を買いたいのです。そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば。 Da haben sie dir aber eine seltsame Hintergrundgeschichte gegeben. Ich bin nur auf der Suche nach mir selber. そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。この年で棚から棚持ちなんてことはありえない。いや、それが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ棋士パエトーンが新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のために。 わざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規の軍隊気取り。ich schwöre, ich lüge nicht。人影の極からラーメンから調味料を抜くという呪いを受けてもいい。人影の極からラーメンから調味料を抜くことは兵士から武器と将校、そして故郷を取り上げることと同義です。 想像するだけでも恐ろしい。パイトン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな。ちょうど腕試しに使える任務がある。お前のグーテ、イッチベネス、イッチベンパイトン。口では何とでも言える。 Wollte doch nicht rein. So. Ich meine, da kann ich einfach nicht lang, ne?
Hey. So, Höhlendetektiv. Dankeschön. Ja. Das ist ein wie Müll. Was? パイトンである僕に物事の道理を説くつもりかい。モグラさん。なんだ?何か言いたいことでも?キデンは今私の心をひどく傷つけました。苦労の末、やっとパイトンに出向いていただけたというのに。キデンは非礼な態度を貫き、猜疑心を隠そうともせず何度も探りを入れて数々の無礼を働くします。 伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられない。パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。うん、それは確かに印象には残った。 0.5回の片手打てた手伏せとか。なんと軍人さん。そうか。サージェンティン。パイトンとマローも。そうだ、ゲップス。だったらそうさ。サーカスモス。決心を無下にしてしまう。結果のためなら。 どんな代償もいとわない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくるプロキシ。いや、プロキシ様。もぐらさんって人まだちょっと警戒はしてるみたいだけど、一応私たち。クラムはすごい sarcastischer Typ。11号のおかげでなんとかごまかせたね。 引き続き頑張って、お兄ちゃん。マレ。相手は裏切りを常とする。油断は禁物よ。Wenn hier noch. Hey, was geht? Dich mach ich auch platt. Damit wir mal hier Soldatin Nummer 11 hier testen können. Sag mal ja. Komm her. Sie hat nur ein Schwert. Ich will deine Fähigkeiten sehen. Ja, ich tue die ganze Zeit schon durchhalten. Mein Gott, Bock die lange ihre Dings zu öffnen, auszuführen, ey. Nur ein weg. Alright. Okay. Sind ja alle schwach gegen Feuer. Nee, deswegen so schnell kaputt. Ich bin alle 15. So. Alles klar. Okay, muss ich überhaupt gegen die kämpfen? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss gar nicht gegen die kämpfen. Oh. Okay, ich glaube, ich muss da doch aktivieren.
Nein, ich muss da von da, alles klar. Oh Mann, da wird ja noch sehr viel länger dauern, habe ich das Gefühl, ne? Da wird wahrscheinlich nicht mal die einzige Mission sein, ne? Oh Gott, oh, was soll's. Oh Mann. Nein, bleib da. Oh. Tut niemand irgendwie darauf kommentieren, hat die so aussieht wie Anbi. Irgendwie ein bisschen. Die irgendwie verwandt sein könnten oder so. Das habe ich nämlich sofort gedacht, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Oh Mann. Da. Ja, nein, was mache ich da? Ich will ihre andere. Ich will Soldatins. Ich will Soldatins Ultimate sehen. So, jetzt zieh ich dich kaputt. Zack. Ja, war doof. Ich hätte bei ihre Ultimate einsetzen sollen. Ja, was soll man machen? So, oh, das scheint jetzt der Ding. Das hier. So, was haben wir das? Dann komme ich noch nicht hin. Weiter installieren. Warteschleifenmusik. So, wenn ich mal, ja, wie komme ich denn dahin? Ach hier. Okay. Na, mach mal auf. Mogura was hier. Koko ni wa nani mo nakatta. Mogura san yori. Master, Mogura san wa uso o tsuite iru yō desu. Dieser Sack, wie kann er es nur wagen zu lügen? Schauen Sie alle genau an. Okay. Ja, oh, okay. Sind auf beiden Stellen, alles klar. So, hier geht's weiter, mein Gott. Boah. Das Gesicht immer von dem Hasen. Oh, ich kann alles sehen. Ah, jo, was geht? Ja, auch hier. So, er bleibt mich da. Bist du das? Nicht säge ich auch, ich wollte sagen schlitzen, aber das wäre falsch. Dann zeig mal, ja,
bisschen Overkill, aber was soll's. Ich glaube, jetzt haben wir die gar nicht richtig gesehen. War ja schon tot, war, bevor wir die ganze Pracht gesehen haben. Ja, mach ich. Dann mach es doch. Ich halte dich nicht auf. Okay, jetzt wird's merkwürdig. Hör auf, solche Geräusche zu machen. Ich kann nicht hören. So kann man das sehen. Es ist nur menschlich, dass du neugierig bist. Immerhin ist Python. いわば歩く伝説。ホローのすべてを熟知しているといっても過言ではありません。新エリートにおいては、小学生でさえその偉大さを知っています。すべてを？だと？それはまた随分大きく出たな。ホロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。ヘアマーゴフ。モグラさん、そういえば。 Du bist auch in der Höhle, nicht wahr? Nach meiner jahrelangen Erfahrung wird die Höhle bald aktiv werden. そんなバカな。調査協会の方はまだ活性化傾向の彼女もないんだぞ。モグラさんは知らないだろうけど、フェアリーの速さは教会なんて余裕でしのいでるんだから。わあ、ポップコーンです、フェアリー。本当に警報が来たぞ。アンビリーバボー。警戒。アンビリーバボー。 Halte die Augen auch auf deine Seite offen, Herr Maulwurf. Okay. Oh. Hör auf, so zu klingen, als würdest du dich berühren gerade. こちらから切らせてもらおう。お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならその5校名に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。オッケー。今日の最後の試練よ。 Oh Mann, warum ist dieses Gebiet so riesig? Hm. Okay, warum ist das Gebiet so riesig, wenn er nichts ist? Seid ihr voll aufgedeckt worden jetzt gerade? Weiß ich nicht. Sag mal, get wrecked. Na, komm. Hey, was geht da? Ah.
Komm her, Leute. Mein Gott, macht die Schaden, ey. So, Level 20, ne? Mit all ihre Skills auf Level 3. Sie meinen die Soldatin nicht, ne? Und die ist Level 15 halt, ne? Ich konnte noch stärker sein, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Es lässt mich nicht. Es gibt mir nicht die Charaktere, die ich haben will. Es gibt mir nur Doppelcharaktere. Lässt mich nicht hier aufleveln, ne? Jetzt kommt dann noch so ein Typ hier. Na, ja, ich wusste als nächstes kommt der. Aha. Jetzt sehe ich den Hintern auf. Ja. Wenn man das Kampfsystem aussagt, dann macht schon Bock. Wonderful. Glaubst du mir jetzt? これで僕のことを信じてもらえたかい。夢じゃないよな。俺は本当にパイトンと手を組めるのか。ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日そこにようやく一筋の光が差し込んだ。 なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。各所。そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があれば。はい。早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パイトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。 ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず、周期的強制ホルを利用して、某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地に。Ja, oh mein Gott, ich war's. Ich hab's getan. Ich sehe es das nächste Mal. Einfach aufgelegt. Alles klar. Ladebildschirm. Okay, warte, ich denke mal, wenn das so lange ist, hat irgendwann auch passiert. Okay. Ne, sie war auch Level 20, hallo? Ich dachte, die Höhle war Level 15. Das Spiel hat mich angelogen. Ah, das war ganz schön knapp. Ja, irgendwie nicht. Das jetzt wollte ich noch gar nicht bevor in diesem Spiel. Das klingt überhaupt nicht wie ein Kompliment. Das klingt überhaupt nicht wie ein Kompliment.
Okay. Sprich den Auftrag mit Bell. Also geht es immer noch weiter, ne? Nehme ich an. Dann wird heute nichts mit Level 25 oder Imperium, was ist das? Ich mache hier schon überall Fortschritt, ne? Überall mache ich Fortschritt, nur nicht die Sache, die ich ehrlich gesagt Fortschritt machen will. Das ist einfach nicht zu fassen, ne? Weiß, willkommen zurück. Du und so Leute in Elf habt euch wirklich reingängt, um mit dieser einen hinterhaltigen HR einen Maulwurf fertig werden zu tollen. Wie auch immer. Zumindest sind wir die echten. Es gab einige Momente, in denen es wirklich brenzlig wurde, aber nicht für mich. Wartest du auf ein Lob oder was? Schon gut. Du hast dieses Mal wie auch verdient. Schließlich haben wir uns noch nie als uns selbst ausgegeben. Ich denke, wir haben das fantastisch gemeistert. Auch so Leute Nummer 11 hat einen tollen Job gemacht. Ist es beim Lügen von Vorteil, wenn man einen Pokerface hat? Okay, nächstes Mal werde ich versuchen, mit ernster Miene zu sagen, nein, ich habe keine Möhrenkuchen im Kühlschrank gesehen und sehen, wie es läuft. Trotzdem bin ich ein wenig besorgt. Herr Marwurf ist sehr misstrauisch, sein Vertrauen zu gewinnen wird kein Zuckerschlecken sein. Um ehrlich zu sein, auch wenn er heute einen vollständig vertrauenswürdigen Eindruck gemacht hat, ist diese Besessenheit von Fateon irgendwie gruselig. Nee, ich hatte immer ein seltsames Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Wartet er nur darauf, dass wir einen Fehler machen und lässt uns auffliegen? Wir werden das nicht zulassen. Nächstes Mal werde ich dich unterstützen und dafür sorgen, dass wir es perfekt abschließen. Bei der nächsten Aktion wird sich Solatin Nummer 11 bei einer Privatnachricht per Shepard bei uns melden. In der Zwischenzeit sollten wir eine Pause einlegen. Geschichte pausieren. Okay. Im Videoarchiv archiviert. Freigeschaltet. Kann ich immer noch weitermachen. Okay, muss ich dann auch noch machen. Oh. Zurück zum Schlafzimmer. Warum will er denn immer ins Schlafzimmer? Er will immer ins Schlafzimmer. Bell will mal, dass ich ins Schlafzimmer gehe. Oh. So. Der wartet schon. Nein, ich habe verschlafen. Die Bibliothek sollte schon offen sein. Ich hoffe, ich habe die Öffnung des Ladens verzögert. Ich sollte nach unten gehen und nachsehen. Los, ja, es ist bequem und der Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Chef, den Film, den du letztes Mal empfohlen hast, der Port Peak, war ziemlich gut. Gibt es in letzter Zeit einen ähnlichen Film? Da steht ja mal ein Thriller. Da steht ja mal einer auf Thriller. Was? Wie wäre es mit dem Hackers Mission? Die Hackers Mission. Das ist der Monat frisch reingekommen. Die Handlung ist vollgepackt mit Überraschungen und unerwarteten Wendungen und das Hacker-Duell wird von Kritikern sehr gelobt. Ah, davon habe ich auch schon gehört, aber denkst du nicht, dass diese Hacker-Szene einfach etwas unrealistisch sind? Das Leben eines echten Hackers ist nicht so ansatzweise so. Wenn Filme nicht immer mit der Darstellung übertreiben müssen, dann hätten die Leute auch keine unrealistischen Fantasien über diesen Beruf. Im Moment scheint es keine Filme zu geben, die meinen Geschmack entsprechen. Ich komme dann einfach ein anderes Mal wieder. Das Mädchen im grauen Kapuzenpulli ist weg. Ah, da steckst du ja weiß. Wer war das eben? Oh, sie, ich kenne zwar ihren Namen nicht, aber sie ist eine unserer Stammkundinnen. Ihre Filmanforderungen scheinen ziemlich streng zu sein. Ah, sie scheint eine sorgfältige Person zu sein. Ja, das könnte sein, aber ihr Filmgeschmack ist gar nicht unähnlich. Ich werde das nächste Mal mit ihr reden und sie dazu bringen, ihr unsere Mitgliedskarte zu beantragen. Das Handy vibriert. Bekommen wir etwas so schnell einen neuen Auftrag? Ich bin's wieder, ein Freund. Na, bist du heute gut drauf? Sehr sogar. Was heute gute Leine? Das ist neu. Jedenfalls habe ich eine Nachricht für dich. Du darfst jetzt in der ersten Prüfung zur Ansehungsbeförderung teilnehmen. Danke. Aber es für dich nicht wirklich das erste Mal ist. Oder ehemaliger legendärer Proxy. Es wurde aber langsam auch Zeit. So, bla 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 bla. Ja, ja, okay. Und dort hat's so lange. Ja, kann man mal ein bisschen beschleunigen. Mein Gott, ich warte ja schon die ganze Zeit. Zum Zeitplan, ja. Danke. Ich will nur das hier jetzt noch machen. Mein Gott, ey. Muss ich das machen? Na gut, das machen wir jetzt noch. Egal, wie lange das noch dauert, ey. Ist mir egal, wie lange das hier noch dauert. Rank up. Proxys 1.
Katastrophe, Eisäther. Habe ich. Sie ist Äther, ne? Habe ich mein Standardteam. Okay. Okay, muss ich da jetzt einen Kampf machen oder muss ich da wieder so ein ganz Ding hier machen? Egal, wie lange das noch dauert. Ich werde heute noch machen, ey. Okay, sieht nach Kampf aus. Gut. Alles klar. Oh mein Gott. Okay, Stücke. Meine Güte. Das ist eigentlich alles, was ich heute machen wollte, ne? Und dann haben schon wieder 2 Stunden aufgenommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich habe meinen Schritt hier abgesägt. Nein, voll blocken. Nein, ich habe doch geblockt. Da sehe ich den Hintern auf, ja. Da haben wir ein Stück. Ha, ich habe extra gewartet. Warte, 3, 2, 1. Mal dann. Wow. Oh ja, Stück. Mein kleiner Hase sagt die ganze Zeit, zittere von mir. Was? Aha. Na komm, mach mal. War nicht so ein Stress hier, Kollege. Komm her, du Stück. So, warte, noch mehr. Kommt denn noch hier? Das sind alle Bosse, die wir hier bekämpft haben. Der muss aber der letzte sein hier, ne? Oh ja, Stück. Shattered. Ah. Jetzt wirst du gesenkt. Ich denke das einfach, ja. Was? Komm her, sie ist gleich tot. Wäre der erste Tod hier, wenn ich in dem Spiel hätte. Ah, ich am Boden. Schlägt den auf. Ah. Oh, sie ist fast tot. Sehr gut. Ah. Oh mein Gott. Das war ja voll chillig. So, boah, wie viele Sachen habe ich hier bekommen? Urform-Medaille, Master-Komponente. So, cool. Oh mein Gott.
Förderung, yay. Neue Höhlenauftrag. Na, warte mal. Internat Stufe 24. Ja, ich bin noch nicht 25. Leute. Jetzt habe ich das hier. Ah, kriege ich noch genug Sachen? Ich glaube nicht, ne? Bangu System. Oh Gott. Mal kurz schauen. 16. Hiervon kann ich wieder einholen, geil. Habe ich genug von diesen einen Dingern hier? Habe ich die schon alle geholt? Ja, ne? Diese monatlichen Dinger. Ja, ne? Ja, verdammt. Okay. So, sprich mit Bell. Da geht es wahrscheinlich weiter, ne? So, kann ich jetzt neue Sachen hier leveln? Weil sonst kann ich wieder hier offscreen ein bisschen farmen. Anstatt jetzt hier irgendwie für irgendwas hier auszugeben. Sag mal, jetzt müsste ich eigentlich auf... Ja, jetzt kann ich auf Stufe 20 hochleveln. Also meine Charaktere können jetzt auch auf Level über 20 hochgelevelt werden, glaube ich. So, mein Gott, da brauche ich eine Menge von den Dingern. Wie viele kriege ich von denen? Kriege ich überhaupt diese? Ja, ne? So, 3 von 6. Da, jetzt kriege ich sehr viel weniger von denen. Aber das ist auch kein Problem. Hauptsache, ich habe jetzt wieder was zum Grinden hier aufs Gehen. Er wird mich aber wohl eine Weile lang über Wasser halten, ne? Damit ich jetzt hier nicht alle 2 Tage wieder hier weiter aufnehmen muss, weil ich halt nicht weiter was grinden kann, ne? Gut, so, dann habe ich jetzt auch genug aufgenommen in den letzten Tagen, ne? Ist jetzt 3 Parts hoch, ne? Wir sind ja bei Part 9 gerade, glaube ich. So, hier muss ich wieder ein bisschen farmen, ne? Also was hier kann man auch noch machen, einmal, ne? Komm. Oh, warum nicht, ne? So, hier krieg ich 2 A. Ist klar. Ich will alle meine Engines hier hochgelevelt, ne? Die Anzahl, die ich hier bekomme, ist voll krass. Meine Bongboost kann ich hochleveln. Papierboho, den habe ich schon. Ja. Den habe ich noch nicht. Bravo. Okay. Puh. So, Level zum 25 werde ich offscreen irgendwann erreichen. Wie lange dauert dieser Gacha noch? 15 Tage, boah, da muss ich noch voll lange warten. Ich will am liebsten diese Gacha auch einmal spielen, aber ich will sie nicht haben. Und die beiden Charaktere, die da schon sind, habe ich beide schon. Von daher würde ich das nicht lohnen. Ne? Die Waffen. Deswegen muss ich hier in der Standard-Gacha noch weitermachen, ne? Und warten, bis hier irgendwie die nächste Gacha, die nächste spezielle Gacha am Laufen ist. So, bis ich hier nächstes Mal weitermache. Wird jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Jetzt werde ich erstmal wieder alle Charaktere hochleveln. Ne, jetzt habe ich wieder was zum Grinden. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen entspannen. Hoffentlich. Ich werde ja nicht glauben, dass das so lange dauert, ne? Dass so kurz wieder hier alles voll ist oder so, ne? Und ja, weiß nicht. Da war so, weiß nicht, so 4-5 Tage lang, die ich hier ununterbrochen dieses Spiel aufgenommen habe. Aber jetzt erstmal wieder Pause, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werde ich euch sehen, wenn ich vielleicht schon ein paar Level höher bin, ne? Mit allen Sachen, meine Charaktere ja voll hochgelevelt haben und was weiß ich nicht alles. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder bei Zenless Zone Zero. Ciao.